Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schuckibanuki Daily. Eurer Portion Angeberwissen. Jetzt habe ich den mal so richtig heimgezahlt im Arsch, weil er mir jedes Mal ins Ohr brüllt. Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schuckibanuki Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Das ist aber schön. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schuckibanuki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Kommt raus wie geflutscht, ne? Ja. Heute zu Gast hier im Studio ist der Gonzales von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. So sieht's aus. Moin, moin. Ich bin der Sashi und das da ist der Clint von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Sag mal hallo, na. Hallo, na. Nummer 3 bei der Weltmeisterschaft 2014. Weil meine Nummer 1 war Manuel Neuer. Die Nummer 2 war Roman Weidenfeller. Und die Nummer 3, wer war die Nummer 3? Ah, jetzt krieg ich's nicht zusammen. Mist, ärgern. Mist. Hey, was? Die wichtigen Deals, die macht man da in der Elfenbeinküste. Ja, aber so. Aber die haben erzählt, wenn du da abends ins Hotel gehst, da steht vor dem Hotel stehen bewaffnete Wachmänner. Natürlich. Und wenn du irgendwie raus willst, dann am besten nur mit einer Eskorte. Ja, okay. Denn die haschen sich jeden, der Schuckibanuki kennt. Ja. Und das sind eine ganze Menge. Die kann ich an... Ja, es sind eine ganze Menge. Also ja, es sind kann man an der Hand abzählen. Am 8. August ist auch der Weltkatzentag. Urheber unbekannt. Miau. Ja, da kriege ich gerade wieder Allergie. Kriege ich Atemnot. Nur wenn ich sage, Weltkatzentag. Miau. Ja. Krieg ich Ausschlag überall? Ja, und überall? Überall. Oh. Und auch Atemnot. Entschuldigung, da kam ein bisschen Kotze hoch. Hast du deine eigene, deine eigene Haare gegessen? Genau, die machen das. Die fressen, Katzen machen die auch so. Die lecken ihre eigene, genau. Ihr eigenes Fell, dann schlucken sie ihre eigenen Haare und dann kotzen sie es wieder aus. Ja. Ganz lecker. Die putzen sich mit Spucke. Da war die Grundsteinlegung des schiefen Turms von Pisa. Mhm. Ja. Schiefe Turm von Pisa. Jetzt weiß man, ob der Grundstein schon schief gelegt wurde. Oder? Ja, wahrscheinlich. Der Grundstein war so um ein halbes Grad schief und dann der Rest hat sich dann irgendwie hochgezogen. Lass uns mal in Gedenken an den Pisa. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Wer kennt ihn nicht? Du musst es mit einem Lispeln. Antonio Banderas. Der gute Mann. Du heißt ja Gonzales, ne? Warum heißt er nicht Gonzales? Ja, das hat was mit Alkohol zu tun. Aha, okay, ja, ich verstehe. Fußball, Alkohol, ja, ja. Weißt du, wie das Fußball, Fick in Alkohol, kennst du das? Ja. Das ist so ein Spruch. Also ich habe das nicht erfunden. Na, sagt man so. Da hast du doch bestimmt Copyright drauf. Ja, das wäre schön. Und abonnieren. Und Schuckibanuki natürlich auch. Natürlich. Wenn ihr es noch nicht haben solltet. Aber hier kommen ja regelmäßig neue Zuschauer, die müssen dann ja immer... Und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ja, damit genau. Damit man wirklich kein Video verpasst. Ach, so bescheuert irgendwie. Man abonniert und muss die Glocke abonnieren, damit man es nicht verpasst. Ja, aber das ist bei... Jetzt müssen wir mal eben auf YouTube ein bisschen, weil das ist YouTube-Logik. Die haben da so einen Algorithmus drin, bla bla bla. Ach so. Dann wird nicht immer jedes Video angezeigt. Du bist ja ein richtiger Experte. Wir arbeiten ja quasi auf der Plattform, deswegen sollten wir mal sich da ein bisschen mit auskennen. Das sehe ich nicht. Ach, du auch. Okay. Also ich kenne mich nicht aus. Ach so. Okay. Nee, macht ja nichts. Ja, was hast du schon in den Niederlanden gemacht? Alles, was man in Deutschland auch machen kann. Hast du auch Sachen gemacht, die man in Deutschland nicht machen kann? Nein. Nein. Okay, war ja nur eine Frage. Ja. Hallo, 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 hier ist wieder Schuckibanuki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 6. August, mach auch mal so. Ich würde gerne meinen Kopf so können, so wie die Frauen das machen. Ich kann das nicht. Weißt du, wofür Karl IX stand? Oder immer noch steht? Karl IX? Ja. Das ist aus das Boot. Ja, jetzt weiß ich schon. Ja. Karl IX steht für Kapitänleutnant. Oh, was denn ich alles weiß? Bitte machen Sie eine Ihnen typische Handbewegung. Ja. Denken wir alle, Chip, du bist ja Gedankenleser. Warum? Woran denke ich? Du denkst gerade an Hiroshima. Richtig. Sehr gut. Du bist richtiger Gedankenleser. Mama! Du musst doch nicht um deinen Jungen weinen. Also Bodyguard, der Film, ist schon nicht der Superknaller. Aber ja. Weißt du, was ich am Bodyguard am schlimmsten finde? Da? Sag doch einfach nee, dann sag ich's dir. Nee, weißt du, was ich am Bodyguard am schlimmsten finde? Nee. Das Musical. Okay. Katastrophe. Ich lass dir da die Muskeln spielen.
So. Den guten Menschen fällt die Kokosnuss in die Hand. Den guten Menschen? Nicht auf den Kopf. Ah, so ist das. Okay. Ich wollte gerade fragen, darf ich wieder kommen? Du darfst wieder kommen, aber morgen machen wir eine Pause. Cool, habe ich Pause. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.